Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge habe ich ja eventuell F9 gedrückt und zurückgesetzt auf die erste Man Landing. Ich habe jetzt wieder Man Landing gespielt das erste Mal und bin jetzt zurückgeflogen und habe ein bisschen improved. Also ich habe jetzt da oben Werkzeuge reingepackt, bedeutet, ich habe so viel geschafft, dass wir noch 500 Meter pro Sekunde in dieser Stage haben. Bedeutet, wir können komplett runterburnen, was natürlich genius ist. Und ihr seht auch, wir haben einen relativ coolen Orbit. Also es hat extrem gut geklappt mit der Stage. Und ich überlege gerade, wo wir am besten landen. Aber im Landen wäre es am schlauesten irgendwo hier, ne? Ja, höre. Space Center? Hallo? Hallo? Ah ja, gute Information, danke. Also sie haben gesagt, am schlauesten wäre es irgendwo in diesem Bereich, bevor der Krater beginnt. Und am besten hier in der Mitte. Leute, wir werden irgendwie einen Burn jetzt machen, dass wir da hinkommen. Dass wir ganz knapp, also dass wir ungefähr hier sind. Und dann brennen wir hier volle Wäsche, dass wir da runterbrennen. Irgendwie so. Mein Plan. Ah ja, das Problem mit der Facecam ist mir mittlerweile aufgefallen, öfter schon. Was daran liegt, dass die Interferenzen kommen, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe eine Vermutung, aber die muss ich erstmal ausmerzen. Und deswegen könnte es sein, dass die nächsten paar Folgen immer noch diese Interferenzen da sind. Aber jetzt mal nicht lang starken, erstmal hier. Ihr seht eh, wie schnell das geht. Da ist so viel Kraft hinter diesem Booster. Und zack. Jetzt fliegen wir nochmal raus. Einmal drehen bitte. Damit ich alles sehe. Bremsen. So, jetzt machen wir EVA. Loslassen, R. Bremsen. Inspizieren. Stört bald an seine Grenzen. Warte Engine. Hat da drin einen Zahnstocher vergessen? Aha. Praktisch wie neu. Perfekt. Ich höre vor der Tür gerade so ein. Mir ist langweilig. Urlaub oder Ferien ist für manche Leute das Schlimmste der Welt, weil sie nichts zu tun haben irgendwie. Frag nicht mich, wie das geht. Ich hatte immer genug zu tun in meinen Ferien. Hier, vorspulen. Da ist die perfekte Fläche eigentlich vor uns jetzt. Das ist die perfekte Fläche. Komm, ausrichten, ausrichten. Schnell, schnell, schnell. Hier, Enterprise. Wir landen bald. Over. Ja, verstanden. Over. Ja, wird gemacht. Wir werden Schub gleich einleiten. Over. Und jetzt Vollburn. Jetzt müssen wir ihn so schalten, dass wir direkt hier landen am besten. Das ist die beste Point of Return hier irgendwo. Ist der Schub fast aus? Wir fahren schon mal das aus und schalten das in eine Stage. So. Ich versuche genau hier zwischen zu landen. Da sollte es relativ flach sein. Und dadurch, dass unser Flugzeug jetzt sagen wir nicht unbedingt das kleinste ist und somit sehr instabil eigentlich ist, müssen wir einen Punkt finden. Und dadurch, dass wir noch kein RCS haben, ist es auch nicht unbedingt so schlau. Außerdem, ich habe eventuell ein bisschen mehr Forschung mit zurückgebracht von... Naja, im ersten Look als gedacht. Ich habe irgendwie 40 mehr oder sowas gehabt auf einmal. Wahrscheinlich, weil mir die Rakete nicht zerbrochen ist, weil ich sie in einem sehr flachen Winkel habe eintreten lassen. Und somit der Knall auf dem Boden nie geschehen ist, habe ich somit uns, ja, doch einiges gespart. Also wir haben jetzt auch schon die Flügel von dem Flugzeug erforscht und alles. Also nachdem sind wir genau dazwischen. Das wäre natürlich genial.
Das wäre natürlich genius. Ab 2000 Meter müssen wir einen Schub mindestens einleiten. So, Bremsung. Oh, wie das Ding wegschießt. Da siehst du die Geschwindigkeit, die Teile haben. Und aufknall. Das Drum hat es überlebt. Was? Oha. Jetzt haben wir einen relativ geraden Bremsburn. Burn, baby, burn. Burn, burn, baby, burn. Burn, burn. Ich bin echt gespannt, wie das auch wieder zurückfliegt. Weil jetzt hat es ja noch extrem viel Boost eigentlich. Auch in sich. Oh, noch 300 Meter. Ups. Ich hätte jetzt beinahe die Zahlen übersehen. Ich habe nicht eventuell schon ein Bierchen gegönnt. Und da werden die Zahlen hier ein bisschen uninteressant nach einer Zeit. So, okay. Ich sehe unseren Schatten. Es schaut gut aus. Es schaut relativ, ja, relativ gerade aus hier. Wir halten so mal den Boost. Wir haben so viel MS noch, das ist nicht mehr feierlich. Hier, Mann, Lander, wir sind kurz vor der Landung. Over. Und wir stehen wieder. Yes. Mondlandung 2 gelungen. Schaut das euch an. Sie steht wieder. Das Baby steht wieder. So wie es sein soll, steht es wieder hier. Und macht seine Aufgabe gut. Ja, perfekt. So. Dann starten wir mal wieder die Oberfläche. Da haben wir genau. Wir haben noch das eine zu forschen. Gibt es hier was Neues? Nee. Also können wir das ganze Teil um einiges verringern, oder? Ich hätte gedacht, auf dem Mond kriegst du davon mehr. Aber somit können wir rein theoretisch auch... Ja, ist ja gut, Vögelchen. Innen ist noch die Schwalbe. Aber was wir sicher machen können, wenn wir jetzt am selben Punkt wären, ne? Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich gleich um dich. Gleich gibt's wieder Essen. Dann würde ich lachen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Für was bin ich nochmal zum Mond geflogen? Ey, nicht der Radar da hinten machen, ne? Okay, ich habe eine neue Idee. Wir gehen in den Low Orbit und versuchen da Punkte abzugreifen. Ah, fuck, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen wieder in die Richtung, also nach oben. Okay, SAS aktivieren. Schubdüsen an und... Müsste eigentlich so sein, oder? Ja. So. Wir machen direkt einen sehr flachen Burn. Ey, das gibt's doch gar nicht, dass wir wirklich wieder irgendwo in der Nähe... Aber wo ist denn die Flagge dann? Warte mal. Die ist auf der komplett anderen Seite. Schaut mal, da waren wir auf der dunklen Seite des Mondes. Hier, First Moon Landing. Hä? Mein Vogel macht wieder Scheiße. Und irgendwie sind 8 Müllsachen und das eine ist am Boden. Ist ja gut, wir essen gleich was. Vogel hat wieder Hunger. So, aber wir haben hier noch nicht geforscht, genau. Da können wir nicht die Punkte einfahren. In einem sehr geringen Orbit. Hier vorspulen. Wenn wir schon nicht das andere kriegen, dann machen wir wenigstens das. So. Und
jetzt machen wir wieder gerade. Perfekt. Das müsste ja eigentlich reichen, oder? Dafür, dass er immer noch die Punkte sammeln kann. Ja, perfekt. Du hast, glaube ich, schon gesammelt, ne? Haben wir mit dir schon gesammelt? Nein, haben wir noch nicht, aber den können wir noch schnell machen. Dann haben wir genügend Punkte, um ein SS auch oben einzubauen. Dann tun wir das Ganze ein bisschen zusammenziehen, verkleinern somit die Rakete und entlasten auch somit das ganze System ein bisschen. Tun vielleicht ein bisschen mehr Lebenserhaltungssysteme rein, dann können wir mehrere Punkte vielleicht sogar anfliegen und Daten von dort sammeln. Wäre vielleicht gar nicht doof. Aber müssen wir mal schauen, vielleicht können wir auch so einen Cargo-Container reintun. Aber was wir auf jeden Fall eine der nächsten Sachen machen müssen, oh, schaut euch dieses Glas an, ist einen Satelliten zum Mann zu schicken, um die Oberfläche zu scannen. Auf jeden Fall, das ist jetzt auf jeden Fall so meine Pflichtsache. Wie schaut es mit der Energie aus? Energie ist in 12 Minuten aus. Wir drehen mal eine Seite hoch. Gut. Von unendlich setzt sich jetzt gleich auf 0 zurück. Kein Speicherplatz mehr. Das kann man beheben. Und starten hier hinsenden. Jetzt müsstest du wieder Speicherplatz haben, oder? Perfekt. Jetzt halt überlegen wir den Rückflug direkt. Denn ich glaube, hier gibt es direkt den perfekten Punkt. Manöverpunkt hinzufügen und raus. Ich habe letztens den perfekten Punkt mal gehabt. Da sind wir wirklich nur knapp über der Oberfläche gewesen. 300.000 und wenn ich das jetzt senke, nee, bisschen höher, sind es nur noch 200.000. Machen wir den Boost. Machen wir das so. Punkt in 6 Minuten. Schubzeit 25 Sekunden und wir haben immer noch 3.000 Meter pro Sekunde in der Rakete. Stellt euch das mal vor, das ist massenweise. Vielleicht können wir den auch später ein bisschen umbauen, dass wir das alles ein bisschen rausstrippen und dann halt die größeren Landing Legs auf eine breitere untere Stage machen, dass sich der sich sozusagen später teilt. Aber da müssen wir mal schauen, wie wir es bauen können am Schluss. Hier vorspulen. Zack. Noch ein bisschen weiter. Und fertig. Und Vollboost. Weil lustigerweise bringt sich der Schub am meisten, um nah ranzukommen mit wenig MS. Vielleicht können wir sogar den Hauptteil der Rakete safen. Das wäre geil. Wenn wir wirklich viel von unserer Rakete auch sichern könnten. Ja, das passt schon. Und sogar noch ein bisschen runtergehen. Machen wir so auf die 150.000. Perfekt. Und jetzt tun wir hier aus dem Burn rausgehen. So. Und dann schicken wir die Rakete. Bis hier vorspulen. Dann dort direkt in den Deorbiting Burn. Warum blinke ich? Warum blinke ich? Was habe ich getan? Und dann. Alter, die dreht sich in der Phase so gut und das ohne SRS, ne? Gehen wir jetzt den vollen Boost gegen. Rein theoretisch müssen wir schauen, dass wir hier, wenn wir jetzt landen könnten irgendwie, das wäre genial. Wir haben genug Fallschirme, glaube ich, dabei, dass das geht.
Die gegenseitige Versorgung wäre wahrscheinlich in dem Fall dann schlauer gewesen. Dum. 600.000, 500.000. Wir müssen ja nur tief genug kriegen, damit wir hier drüber landen, weil wir bremsen ja eh nochmal ab. Ein Versuch ist es wert, so viel wie möglich zu safen. Jetzt ist er schon bei 120. Weil wenn wir den ganzen Länder retten könnten, das wäre natürlich witzig. Aber wir sind ja wirklich fast auf Space Station Höhe. Und stoppen wir jetzt. Spulen wir vor. Bis in den Wiedereintrittspunkt. Das könnte jetzt eine gefährliche Phase werden. Sage ich euch jetzt schon. Ja, dadurch, dass wir jetzt gegenburnen, ist gleich die Atmosphäre dann nicht so happy darüber. Dass wir ihr sozusagen ein bisschen Spielzeug wegnehmen. Renn mal so viel, wie es nur geht, gegen. Aber wir reduzieren ja immer weiter. Ach, wir hätten vielleicht sogar ein bisschen weitermachen müssen. Ja, das war nicht der Plan. Aber vielleicht geht es sogar. Wir schießen doch die Atmosphäre. What? Okay, jetzt ist es kacke. Jetzt muss Rotation einsetzen, ansonsten haben wir ein Problem. Bitte, 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 komm schon. Fuck. Fuck, 5000 Meter, komm schon. Die anderen drei Fallschirme. Yes! Oh mein Gott! Was? Das war jetzt echt noch 1400 Meter, ansonsten wären wir auf dem Boden knallt. Und wir haben immer noch Treibstoff übrig. Das hat funktioniert. Wir sind jetzt nur mal zum Rekord. Wir haben so viel Treibstoff gehabt, dass wir zum Mond geflogen sind, gelandet, hoch in den Orbit, in den Fixen, da uns rausgeboostet haben und dann mit dem restlichen Treibstoff die ganze Landeeinheit sicher auf den Boden gebracht haben. What? Stellt euch vor, die Booster werden noch größer. Wir haben noch mehr Kraft, um das wegzuschießen, das ganze Teil. Oder wir tun noch eine Stage zwischenkoppeln für Bremsung zum Mann oder sowas. What? Oder wir tun alles in eine, also die große Fairing hier, das wir hier haben, in eins verpacken, weil der Teil fliegt ja jetzt fast komplett raus. Ich bin gerade irgendwie so baff. Ja, wir füttern, ich fütter dich gleich, keine Sorge. Ich bin gerade baff. Ich bin gerade echt ohne Scheiß baff. Ich will so ein bisschen gegenburnen. Wir stehen.
wir fucking nochmal stehen? Mit der ganzen Rakete. Wait. Fucking. What? Grubericht kann man mal starten. Wie schaut es hier drin aus mit Daten? Der sammelt gerade Daten. Der sammelt auch Daten. Habe ich von dir schon Daten hier draußen? Wir steigen jetzt nicht aus. Nein, wir steigen nicht aus. Okay, wir steigen aus. Ja, dann tun wir dich erstmal weg. What? Wir haben gerade eine riesige... Aber überleg mal, dieses Raumschiff, was wir jetzt gebaut haben. Da könnten wir was zwischenkoppeln, was als Satellit gilt. Oder keine Ahnung. Wir bauen eine Probe, die da hochschießt. Eine Doppelprobe oder sowas in der Art. Ich meine, wir müssen schnell die Rakete noch retten. Ich bin gerade unglaublich baff. Ich glaube, man sieht es meinem Gesicht an, aber wir sind hier gelandet. Hier. Das ist die Explorer One. Das ist der erste Rückflug. Ohne Planung, dass es überhaupt so weit ging. Ich habe geplant, dass wir das Teil oben abkoppeln müssen. Ich habe nicht drüber überlegt, ansatzweise, dass wir das behalten können. Wir haben uns gerade so viel Geld gespart. Wäre das der Karrieremodus? Wir hätten den ganzen Kopf zurückgebracht mit der ganzen Technik drin. Also den hätten wir eh, weil das ist ja nur der Teil hier. Aber wir haben den Teil auch zurückgebracht. Obwohl es geplant war, das abzukoppeln und dann das abzukoppeln. Hä? Zurück. Genauso. Bin gerade einfach baff. Ich glaube, ich war noch nie so baff über eine Rakete von mir, die so überengineert war. Wir bräuchten eigentlich nur die Middle Stage. Rein theoretisch. So, jetzt haben wir wieder viel... Oh, wir haben richtig viel bekommen. Wir haben richtig viel bekommen. Für mich wäre das hier interessant, weil hier sind die großen Landungsbeine und das Rettungssystem dabei. Aber was auch interessant wäre, natürlich das hier. Da sind nochmal andere Flüssigkeitstreibstofftanks und vor allem so kleine Seitentreibstofftanks für die Landung. Natürlich genial. Hier ist die Flugsteuerung. Da muss man jetzt halt echt entscheiden, was man nimmt, ne? Und hier wäre das, was wir dann brauchen. Das sind Advanced Tanks, nochmal in größer. Das ist Forschung. Das müssen wir auch irgendwann machen, mit einer Forschungskapsel landen. Da müssen wir den ganzen Tree hier so ein bisschen erforscht haben. Also das hier unten nicht. Aber wir brauchen hier den Schleimohr. Und hier mindestens die Experimentüberwachung plus hier halt so ein Stromteil. Ich bin halt echt sowas von baff. Hier sind noch größere Stromteile plus halt andere Stecker. Da kriegen wir Steckverbindungen oder wie ich das sehe, ja. Und den Wetteranalysator. Und hier kriegen wir ein Basishitzeschild. Elektronik mit einem Bay-Boden-Kommunitron. Damit können wir Bodenverbindungen herstellen. Ein Seismographen, Kommunitron, noch weitere für Satelliten halt sehr wichtige Sachen. Aber eigentlich könnten wir diese Stage hier zum Beispiel fertig machen, weil dann können wir hier das Ganze freischalten. RCS, die neue Landung, das wäre nämlich eine geile Landungsbuchse. Wir können hier in erweitert Kommandokapseln für jene Babyschritte ins All. Aber wir brauchen das halt dann für die nächsten großen hier, das Mann-Exkursionsmodul. Oh, das ist extra dafür eins da. Service Bay, hier noch eine größere Koppelmodul. Da sind halt die großen Sachen. Die brauchen wir auch für Minmus, glaube ich. Weil wir müssen mehr Leute mitnehmen. Also würde ich sagen, freischalten hier, freischalten dort. Jetzt haben wir noch 30 übrig und das sparen wir uns dann, weil als nächstes würde ich dann die großen Landungsbeine uns besorgen. Damit wir eine größere Landungsfähre bauen können. Und das wird dann auch interessant für Langzeitflüge. Und das hier sind natürlich, oh, dann geht's ab mit großen Raketen, Leute.
Aber ich würde sagen, 25 Minuten Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr eine Idee für eine Rakete habt oder einen Raketennamen, den wir mal verwenden können, schreibt den auch in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.